Die Schlacht von Beachy Head im Jahr 1690 gilt bis heute als eine der demütigendsten Niederlagen der Royal Navy. Aber 1693 kam es zu einem noch schlimmeren Verlust. England war eine Nation von Händlern und abhängig von dem Vermögen, das eine riesige Handelsflotte erwirtschaftete. Eine Flotte, die, wenn sie nicht angemessen geschützt wurde, leichte Beute für feindliche Angriffe war. Am 30. Mai 1693 versammelten sich 400 Handelsschiffe zu einem riesigen Konvoi und verließen England in Richtung der Stadt Smyrna im östlichen Mittelmeerraum. In Berichten heißt es, dass diese gigantische Handelsflottille die reichste war, die jemals in die Türkei aufbrach. An Bord waren die Erträge eines Jahres: Wolle, Zinn, Gewürze und Silber, der Motor der Wirtschaft. Aus Angst, die Schiffe könnten auf See gekapert oder zerstört werden, bewahrte man die Güter im Hafen auf. Der Konvoi war von so entscheidendem nationalem Interesse, dass man ihm ein Geleit von 102 Kriegsschiffen mitschickte. Der Konvoi fuhr zuerst durch den Ärmelkanal und dann hinaus auf den Atlantik. Doch diese Route führte sie auch an Brest vorbei, einem Standort der französischen Marine. Nachdem sie ohne Zwischenfall den Ärmelkanal passiert hatten und in den Golf von Biscaya einfuhren, wendeten die englischen Begleitschiffe und machten sich auf den Heimweg, in dem Glauben, dass der Konvoi jetzt sicher war. Eine verheerende Entscheidung. Die Franzosen wussten von dem Konvoi und dem Zeitpunkt seiner Abfahrt. Also bereiteten sie Schiffe vor, um ihn abzufangen. Als der Konvoi die Bucht von Lagos an der Südspitze Portugals erreichte, stießen sie auf 93 französische Schiffe, die bereits auf sie warteten. Fast 100 Handelsschiffe, beladen mit den Erträgen eines Jahres, wurden gekapert oder zerstört. Als die Nachricht von der Katastrophe England erreichte, war die gesamte Geschäftswelt verzweifelt und wie gelähmt. In seinem Haus in Rye schrieb der Händler Samuel Jeek in sein Tagebuch: Die Nachricht von dem Fehlschlagen der Türkeiflotte brachte den Handel größtenteils zum Erliegen. Eine Untertreibung, denn die Verluste, die man bei dem Smyrna-Konvoi erlitten hatte, waren genauso schlimm wie die nach dem großen Brand in London von 1666. Die Folge? Eine Bankrottwelle unter Versicherern und Kaufleuten. Der Sekretär von König Wilhelm III. Sagte, dass er seine Majestät noch bei keinem Unglück so betroffen gesehen habe wie bei diesem. Dieses kommerzielle Unglück, das nur 3 Jahre nach einem der schlimmsten militärischen Desaster der Royal Navy geschah, diente als grausame Mahnung. Für England war eine mächtige Marine kein Luxus, sondern ein zentraler Stützpfeiler des Staates. Ohne sie war das Land verloren. Wilhelm brauchte unbedingt mehr Schiffe und um sie zu bauen, Geld. Aber die Staatskassen waren leer. 1694 wurde in London eine völlig neuartige Finanzinstitution gegründet, die die Chance zu einer einmaligen Kapitalanlage bot. Jeder, der bereit war, mindestens 25 Pfund zu investieren, würde garantierte Zinsen von 8% erhalten. Samuel Jeek, der clevere Kaufmann aus Rye, wollte sich diese Chance nicht entgehen lassen und wies seinen Agenten in London an, 200 Pfund zu investieren. Kurz darauf beschloss er, all sein Erspartes selbst nach London zu bringen. In sein Tagebuch schrieb er: Ich bereitete alles für die Reise vor. Die 100 Pfund trug ich bei mir. Um 7 Uhr abends brach ich zu Pferd nach London auf. Nun, das war ein 15-Stunden-Ritt. Man kann annehmen, dass Mr. Jeek, als er sich am nächsten Nachmittag in der Stadt mit seinem Agenten traf, ziemlich wundgescheuert war. Jeek war so begierig auf die 8% Zinsen, dass er während seines Aufenthalts in London sogar noch weitere 200 Pfund zusammenkratzte, um seine gesamte Einlage auf 500 Pfund zu erhöhen. 500 Pfund waren für jeden viel Geld, selbst für Jeek. Aber es erwies sich tatsächlich als eine äußerst gute Investition. Diese aufregende neue Finanzinstitution existiert noch immer. Es ist die Bank of England. Um eine neue Navy aufzubauen, brauchte es eine gewaltige Summe an Geld. Aber die Bank of England konnte sie liefern.
In nur 12 Tagen nahm sie 1,2 Millionen Pfund ein. Und am 1. August 1694 vergab sie ihren ersten Kredit an die Regierung. Die Staatsverschuldung war ausgestanden und die Royal Navy war gerettet. England würde jetzt bauen und später zahlen. Das hier ist eine Liste der ursprünglichen Investoren in die Bank of England, damals Subskribenten genannt. Oben auf jeder Seite steht das Datum, dann ihre Namen und jeweils daneben ihre Berufe. Alles fein säuberlich aufgeschrieben. Unten auf dieser Seite haben wir Samuel Jeek aus Rye in Sussex, einen Kaufmann. Das ist ein interessantes Dokument, weil es uns ein Investorenprofil dieser außergewöhnlichen neuen Unternehmung liefert. Ganz oben auf der Liste stehen Ihre Majestäten, der König und die Königin, die 10.000 Pfund investierten. Daneben gibt es noch viele andere Personen von hohem Status. Männer wie Edward Russell, Marineminister der Admiralität, der 2.000 Pfund investierte. Aber es beteiligten sich nicht nur einflussreiche Leute. Hier sind auch 9 Hausangestellte aufgelistet. Hier habe ich Thomas Day aus London gefunden, einen Hufschmied, der 100 Pfund investierte. Eine Seite weiter steht Joseph Cake, ein Maurer. Das bedeutete für alle einen vorteilhaften Finanzierungskreislauf. Die Regierung lieh sich Geld vom Volk, welches sie für die Marine ausgab. Dadurch wurde der Handel beschützt, der wiederum Steuern einbrachte. Dadurch konnte die Regierung das Geld zurückzahlen. Es war eine einzigartige finanzielle Revolution, die es England ermöglichen sollte, seine einstige Größe zurückzugewinnen. Mehr als die Hälfte des ersten Kredits, über 600.000 Pfund, flossen in den Aufbau der Navy. Und diese riesige Finanzspritze, nur die erste von vielen, hatte auch weitreichende Folgen für viele andere Bereiche der Wirtschaft überall im Land. Im Nordosten Englands entstand schon bald darauf Europas größtes Eisenhüttenwerk. Dank der reichlichen Investitionen der Navy und einem cleveren Industriellen namens Ambrose Crowley. Das Eisenhandwerk lag Crowley im Blut. Bereits sein Großvater und sein Vater hatten in Mittelengland erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Aber der junge Ambrose Crowley wollte mehr. Er wollte expandieren. Er begriff, dass er mit Sack und Pack umziehen musste, um näher an seinen wichtigsten Rohstoff heranzukommen. Nicht Eisen, sondern Kohle. Deshalb landete er hier am Südufer des Tyne Rivers. Gut 1,5 Kilometer in diese Richtung ließ er eine Reihe von Schmieden bauen und brachte die Produkte dann hier runter an den Fluss, von wo aus sie nach Süden verschifft wurden. Im Süden hatten die englischen Schiffswerften mit einem gewaltigen Bauprojekt begonnen. Und genau das machte Crowleys Eisenhüttenwerk so erfolgreich. Schiffe aus Holz brauchten nämlich jede Menge Eisennägel und damals musste jeder einzelne davon noch von Hand angefertigt werden. Der Schmied Mark Fearn benutzt heute noch dieselben Techniken. Ist das die traditionelle Ausrüstung? Ja, das ist der zweifach wirkende Blasebalg. Wenn man das hier runterdrückt, bläst der Luft in das Feuer. Und wie heiß ist das? Um die 1300 Grad Celsius. 1300 Grad. Unglaublich, dass Nägel, die wir heute schachtelweise im Geschäft kaufen, damals noch einzeln angefertigt wurden. Bemerkenswert, nicht? Okay, jetzt geht's los. Jetzt kann es in den Pressstempel. Und dann kommt das dabei raus. Dann macht man ihm einen Kopf. Ab ins Abschreckbad. Und fertig. Kein schlechter Nagel. Darf ich es mal versuchen? Das darfst du. Hier hast du ein Stück Eisen, Dan. Danke. Ja, okay. Ich mache jetzt einen Nagel. Erstmal das hier. Okay, wie ist das? Sieht gut aus. Im Jahr 1700 stellte der Industrielle Ambrose Crowley bereits 40% des Gesamtbedarfs der Navy an Eisen. Er baute ein Fabriksystem mit hunderten von Werkstätten wie dieser hier auf und erbaute daneben Eisenwerke und Stahlöfen. Aus einer ehemaligen Heimindustrie wurde Massenproduktion. In den Pressstempel. Okay.
Nach der finanziellen Revolution entstanden hier die ersten Anfänge der industriellen Revolution. Angetrieben wurde das alles von der Navy. Die englischen Werften bauten in nur einem Jahrzehnt über 150 neue Schiffe für die Navy. Aber da England sich im Krieg befand, wurden viele davon vom Feind zerstört oder gekapert. Dennoch zählte die englische Navy am Ende des Jahrzehnts 176 Kriegsschiffe. Und jedes von ihnen enthielt über 5 Tonnen Eisennägel. Mein erster Nagel. Jetzt schlag ihn raus. Da, schau her. Der gleitet von selbst heraus. Hey, sehr gut. Schau ihn ja an. Glückwunsch, dein erster Nagel. Fantastisch. Er könnte in einer Planke am Schiffsrumpf stecken. Natürlich brauchte die Navy nicht nur Nägel. Jedes neue Schiff enthielt das Holz von mehr als 2000 Bäumen, etwa 5900 Quadratmeter Segeltuch und gut 16 Kilometer Seile, die 19 Tonnen wogen. Das Segelschiff war die komplexeste von Menschenhand gefertigte Maschine der Welt. Ein prachtvolles Stück Holzarchitektur, angetrieben nur vom Wind. Aber am meisten war es auf Arbeitskräfte angewiesen. In nur 10 Jahren hatte sich die Anzahl der Männer, die der Royal Navy dienten, auf 44.000 vervierfacht. Das machte damals schon eine ansehnliche Stadt aus. Der Bedarf, sie alle zu ernähren, veränderte Englands Landwirtschaft. Die Navy war landesweit der größte Abnehmer von Erzeugnissen. Sie vergab lukrative Aufträge an eine Handvoll Lieferanten, die von den kleinen Bauern überall im Land riesige Mengen Nahrungsmittel kauften. Die landwirtschaftliche Produktion nahm um ein Drittel zu. Weil es jedoch ein umkämpfter Markt war, blieben die Preise niedrig. Wieder einmal hatte der unersättliche Bedarf der Navy die Wirtschaft vorangetrieben. Sie war der Motor der englischen Wirtschaft geworden, ein nationales Unternehmen. An Land arbeiteten Tausende, um die Schiffe der Royal Navy zu bauen und instand zu halten. Sobald sie aber auf See war, hing das Überleben der Besatzung von den Fähigkeiten, der inneren Stärke und Muskelkraft der Mannschaft ab. Um all diese Männer bei Kräften zu halten, versorgte die Navy sie mit großzügigen Essensrationen. Der Hauptbestandteil war Fleisch, in Salz gepökelt, damit es die langen Seereisen überstand. Das ist die Wochenration. 6 Pfund Fleisch, 4 Pfund Rind, 2 Pfund Schwein. Das Rindfleisch wurde meist zu einer Art Eintopf verarbeitet, angereichert mit Rindertalg. Sehr salzig. Erinnert am ehesten an salziges Schuhleder. Der wohl bekannteste Nahrungsbestandteil auf See, das absolute Grundnahrungsmittel, das als Brotersatz diente, war der Schiffszwieback. Eine raffinierte Mischung aus Mehl, Wasser und Salz. Er wurde stundenlang gebacken, bis er steinhart war. Schmeckt wie unappetitliches, geschmacksneutrales Roggenbrot. Ein zusätzliches Problem war, dass diese Kekse ein Paradies für Käfer waren. Winzige Würmer, die darin lebten und sich davon ernährten. Manche Leute schlugen die Kekse gegen etwas, sodass die Käfer herausfielen. Andere verzogen sich in eine dunkle Ecke und aßen den Zwieback samt Käfern. Diese Art von Ernährung zeigt, dass das Oberkommando der Navy wusste, wie viel Körperkraft notwendig war, um ein Schiff effektiv zu segeln. Die Matrosen mussten ständig die Masten hoch und runter klettern. Zudem waren sie dem Wetter schutzlos ausgeliefert. In der Schlacht mussten sie die Kanonen, die jeweils 3 Tonnen wogen, manövrieren. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Matrosen 5000 Kalorien pro Tag zu sich nahmen, doppelt so viel wie ein körperlich aktiver Mann heute. Hier oben fühle ich mich etwas unsicher. Man muss schon extrem schwindelfrei sein, um als Posten in den Mastspitzen zu arbeiten. Von hier oben hat man einen besseren Blick, weshalb die Männer mit den besten Augen die feindlichen Segel schon am Horizont ausmachen konnten.
Ein echter Nachteil hier oben ist, dass die Bewegung um ein Vielfaches